Was hier so entspannt aussieht, steht am Ende einer Woche harter Arbeit. Die Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Münster, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, veranstaltete zum wiederholten Mal eine Designwoche. Hierbei arbeiten die Studierenden und Lehrenden zusammen an verschiedenen Projekten. Seit 2012 machen wir die Designwoche Handwerk Münster und wir beschäftigen uns immer mit verschiedenen Techniken oder mit verschiedenen Themen. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Heimat, in Münster ankommen, sich orientieren, und wir haben zu diesem Zweck also unsere 65 Studierenden des zweiten, vierten Semesters eingeladen und Gäste aus außereuropäischen Ländern, aber das sind speziell geflüchtete Menschen. Die Geflüchteten haben dabei selbst einen handwerklichen Hintergrund und bringen so ihre eigene Expertise in die Projektarbeiten ein. Wir haben zum Beispiel einen Konditor aus dem Irak, wir haben eine Modedesignerin aus Albanien, einen Modedesigner aus Aleppo, dann Tischler und Zimmerleute auch aus Syrien und zum Beispiel auch noch einen Holzschnitzer aus dem Iran. Die Gruppen haben sich dabei an sehr unterschiedliche Projekte gewagt, deren Ergebnisse am letzten Tag der Designwoche während eines Rundgangs präsentiert wurden. Das Thema Wohnen wurde von einer Holzarbeitengruppe in Form von Sitzbänken und Tischen umgesetzt. Eine andere Gruppe stellte aus recycelten Materialien Kinderspielzeug her. So entstanden Wippen mit Autoreifen, verschiedene Puppen und weitere Spielzeuge. Bei der Projektgruppe Esskultur ging es darum, was in unterschiedlichen Kulturen gegessen wird und auch wie man dort isst. Aus einem Raum der Akademie wurde dafür eine begehbare Installation, in der sich alles ums Essen drehte. Eine weitere Gruppe setzte sich mit Textilarbeiten auseinander. Unter einem eigens entwickelten Label entstanden Kleider, die die verschiedenen Kulturen der Gruppenmitglieder widerspiegelten. Die fünfte Gruppe hatte Musik und Heimat zum Thema. Hier entstand ein Film über die Musiktraditionen der Heimatländer und Regionen der Mitwirkenden. Also sagen wir mal so, es ist ja nah an Bayern und deswegen würde ich dem Odenwälder eine Affinität zur Blasmusik generell auch unterstellen. Zudem hatte die Musikgruppe eine Songperformance einstudiert. Und schließlich gab es noch eine Filmprojektgruppe, die vor allem die Arbeiten während der Designwoche in Film und Foto dokumentierte. Ja, mein Name ist Mane, I come from Nigeria. Die diesjährige Designwoche ist vorbei, aber die Akademie für Gestaltung wird sie auch zukünftig veranstalten. Es wird weitere Designwochen geben. Wir werden nächstes Jahr sicherlich auch etwas zu künstlerischen Strategien machen, denn nächstes Jahr sind die Skulpturprojekte 2017 und da wollen wir uns auch so ein bisschen in diesem Kontext einbringen. Aber wir wollen auch weiter gerne auch mit geflüchteten Menschen arbeiten, die von denen wir viel lernen können, die wir auch ein bisschen weiterbringen können, dass sie eben auch dann in Arbeit oder in die Ausbildung kommen.